T wird hier ganz groß geschrieben, mit Schriftzeichen aus Bäumen. Die japanische Region Shizuoka ist die Heimat vom sagenumwobenen Berg Fuji und von einem Großteil von Japans grünem Tee. Eiji Matsumoto arbeitet von früh bis spät auf den Feldern. Das ist die typische Sorte der Region, ein sehr aromatischer grüner Tee mit süßen Noten. An die 100.000 Menschen leben in der Region vom Tee. Jährlich erwirtschaften sie umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro. Auch ihr Wirtschaftszweig hat unter der Reaktorkatastrophe von Fukushima gelitten. 2011 ging die Strahlenwolke über Teilen der Anbauflächen nieder. Ganze Ladungen mussten vernichtet werden. Noch heute kämpft der grüne Tee von Shizuoka um seinen Ruf und um Marktanteile, vor allem im Ausland. Viele Fischbetriebe in der Nähe von Fukushima haben einen Verband gegründet. Sie haben die Strahlenbelastung selbst getestet und das dann aufs Label geschrieben. So etwas würde sicher sehr helfen, vor allem beim Export. Für mich als Exporteur ist das das größte Problem. Strahlentests für Tee sind in Japan nicht mehr vorgeschrieben. In der Region Shizuoka werden sie nun freiwillig ausgeführt. Ein Festival soll zudem Teetouristen anlocken und die Exporte ankurbeln. Auch Eiji Matsumoto hatte es vor 2 Jahren schwer, seine Ernte zu verkaufen. Inzwischen laufen die Geschäfte wieder an für den grünen Tee von Shizuoka, eine fast 800 Jahre alte Tradition.